Europa hat in Saarbrücken jetzt einen neuen Platz. Das Infozentrum Europe Direct ist Anfang September von der Passagestraße in das Bürgerzentrum am Gustav-Regler-Platz gezogen. Bei der offiziellen Eröffnung am vergangenen Freitag sagte der Europaabgeordnete Jo Leinen, welche Bedeutung das Infozentrum hat. Europe Direct ist eine Gelegenheit, alles über Europa zu erfahren, auch Fragen an Europa zu stellen. Und ich bin stolz drauf, als saarländischer Europaabgeordneter, dass hier in Saarbrücken, in der Landeshauptstadt, wir so ein Büro haben. Es ist im Bürgeramt untergebracht, also der Stelle, wo die meisten Menschen hinkommen für Pass und für andere Fragen des täglichen Lebens. Bei Europe Direct gibt es Infomaterial zu allen europäischen Themen. Es richtet sich an Schulklassen, Grenzpendler, Europabegeisterte und Europakritiker. Das Infozentrum beschäftigt 4 Mitarbeiter und bearbeitete in der Passagestraße etwa 40 Anfragen pro Monat.